Karnevalsplauderei bei Report K. Heute mit drei Katzen, von vier Katzen, glaube ich. Cat Ballou ist bei uns zu Gast. Eine der erfolgreichsten Bands von Köln aktuell. 4 Millionen Downloads von Hück steht die Welt still auf YouTube. Ein Lied mit Motoris und Lukas Polotsky, Liebe deine Stadt. Jeder Kölner kennt sie, jeder Kölner kennt das Lied. Jeder Kölner liebt sie auch. Zu Gast bei uns Cat Ballou. Oliver Niesen, Oliver Niesen, der Sänger, Kevin Wittwer vom Bass und Hannes Fieder, der ganz neu ist 2018 am Schlagzeug. Er gibt sozusagen den Takt vor. Gar nicht so lange her, eine Boulevardzeitung titelte umjubelt das Album-Release im E-Werk, ausverkauft das Haus, soweit ich weiß. Ihr habt da vorher gesagt, ihr wart ein bisschen nervös. Seid ihr jetzt selbstbewusster denn je, auch nach so einer Kritik? Also ein bisschen nervös ist gut. Wir waren wirklich sehr, sehr nervös, weil es war halt einfach so, dass wir 12 komplett neue Lieder gespielt haben, die das Publikum einfach vorher noch nicht kannten. Und deshalb waren wir sehr aufgeregt, weil wir nicht wussten, wie der Abend verläuft. Ne? Wenn wir so sonst unsere Konzerte spielen, da wissen wir ja ungefähr, welche Lieder gut ankommen. Und so war das halt einfach eine ganz neue Sache für uns. Und ja, aber nachdem es sehr gut gelaufen war, der Abend war wirklich fantastisch, wir waren ein super Publikum, haben alles sehr gut aufgenommen. Danach waren wir natürlich, ist uns ein Stein vom Herzen gefallen und dann ging es uns sehr gut. Jetzt heißt das neue Album Cat Ballou, die anderen Alben hießen anders, das ist das vierte Album auch. Warum nur der Bandname? Gibt es da einen Grund für? Ja, es gibt einen Grund, also der stand auch schon vorher fest, der Name, also da standen noch nicht alle Songs fest. Wir haben halt ein eigenes Label gegründet und haben von A bis Z alles selber bestimmen können, haben das Artwork auch komplett selber gemacht, das ganze Design und ja, jeden Ton von A bis Z unendlich lange rumgeschraubt, bis alles so gepasst hat, wie wir es schön fanden. Und deshalb ist es 100% Cat Ballou drauf, deshalb dachten wir, müssen wir es auch genauso nennen. Weil jetzt auch so eine neue Ära vielleicht eingeleitet wird bei uns mit dem neuen Label und so. Das sind halt neue Prozesse, die bei uns vorher nicht so stattgefunden haben. 2018, eigentlich wirklich ein Jahr der Umbrüche, ich glaube auch für den einen oder anderen persönlich, kommen wir gleich noch dazu, begann ein bisschen im April. Hannes Fieder hat als Schlagzeuger sozusagen neu angefangen. Wie war das so bei Cat Ballou? Ja, wie war das? Es ist auf jeden Fall erstmal ungewohnt, dass man so viele Auftritte an einem Tag spielt. Ne? Vorher habe ich, habe schon in der Session ein bisschen vertreten und das ist auf jeden Fall eine neue Erfahrung. Und ich war auch vorher schon Musiker, da hat man eher so Gala-Jobs gemacht, hatte irgendwie so ja zwischen 2 und 5 oder manchmal 6 Sets, 45 Minuten am Abend und hier wurde man jetzt mit dem Transporter, mit dem Bus rumgefahren und ist immer in die ganzen zu den ganzen Veranstaltungen, wo die Leute aber auch richtig gut drauf waren. Und ja, das ist aber irgendwie auch irgendwie diese schöne Erfahrung, ne, beim Gala-Publikum, also wenn man Cover spielt, klar, die Leute finden die Musik dann cool und so, aber dass man irgendwie so irgendwie dankend angenommen wird, wie mit den Jungs, das war irgendwie schon eine neue Erfahrung, ne, und auch irgendwie sehr intensives Musik machen. Also es hat schon echt direkt unglaublich viel Laune gemacht und macht es auch immer noch. Super. Zwei sind 30 geworden, einer 33, 38 sozusagen. Ja, wenn die anderen 30 sind, dann bin ich auch noch 32. Ich bin 31. Also, okay. Genau, wenn ich 33 bin, sind die anderen auch 31. Ich hab das auf der Homepage recherchiert und deswegen kam ich da drauf. Aber ob man jetzt irgendwie das eine, zwei Jahre oder so, das ist ja jetzt noch nicht das. Aber so 30, es gilt ja auch so als neue Lebensphase. Also da ist man so natürlich noch nicht entgreift, so, ne, wie so Männer wie ich mit so grauen Haaren und so, aber man reift ja so ein bisschen anders. Ist das auch so ein persönlicher Umbruch für euch gewesen? Ich weiß nicht, also klar, mit der 30 hinterfragt man ja schon so das eine oder andere, aber ich glaube, wenn ich so zurückblicke, dann oder wenn wir so zurückblicken, dann haben wir was Gutes geschaffen, wo wir weiterhin stark dran arbeiten werden. Es steht noch einiges an, 20 Jahre Cat Ballou nächstes Jahr und wir freuen uns einfach auf viele weitere Momente, die noch kommen werden irgendwie und so ein Umbruch ist vielleicht auch manchmal gar nicht schlecht und ich bin froh, dass ich 30 bin. Immer älter, immer weiter, immer besser. 20 Jahre Cat Ballou, ich habe vorher in der Redaktion nachgefragt, habe immer gesagt, was meint ihr, wie lange ist Cat Ballou schon am Start? Haben die alle gesagt, ja, so 10 Jahre so. Verblüfft das die Leute?
Ja, ich denke schon, weil wir halt, aber es ist halt ein bisschen schwierig. Wir sagen halt, wir haben 1999 unseren ersten Auftritt gehabt und seitdem zählen wir halt, ne? Also da war das Ganze ja noch nicht besonders erfolgreich und dann haben wir in Jugendzentren Musik gemacht, ja, und haben da coole Punkmusik gemacht und hatten gefärbte Haare und so weiter. Und dann haben wir erstmal Ausbildungen gemacht und haben jetzt nie immer gesagt, wir werden auf jeden Fall Musiker und werden davon mal leben. Und irgendwann kam aber der Punkt, dass wir gesagt haben, wir müssen uns jetzt für was entscheiden. Und dann haben wir uns für die Musik entschieden. Und das ist jetzt, also ich habe 2014 meinen Job als Physiotherapeuten an den Nagel gehangen. Und ja, viele haben seitdem uns erst auf dem Schirm, ne? Aber es ist leider so, seit 1999 machen wir Musik und deshalb zählen wir seitdem, ja. Damit habt ihr auch im letzten Jahrhundert angefangen, das ist nämlich auch so eine, ja, eine schöne Geschichte. Ja, letztes Jahrtausend sogar. Ihr werdet so ein bisschen älter, haben wir ja gerade schon festgestellt. Findet auch so ein bisschen in, so als Frage auch in eure Songs Eingang. Also ich habe auf dem neuen Album auch den Text sehr intensiv gelesen von Solange bei uns noch Han. Ist das so ein bisschen so ein Text, der auch so ein bisschen Dinge hinterfragt auch. Also nicht nur so gute Laune, sondern ein bisschen auch so hinterfragt. Ist das auch was, was euch dann auch so ein bisschen mehr umtreibt auch? Also letztendlich versuchen wir, also wir schreiben immer Lieder, die uns einfach so aus uns rauskommen und wir versuchen da nicht irgendwas zu konstruieren und das sind halt einfach so die Themen, die uns halt einfach in den Lebensphasen so begleiten und ich glaube, wenn man sich intensiv unsere Alben anhört, dann merkt man schon, dass da immer so ein roter Faden drin ist und das ist jetzt, wie gesagt, nichts Konstruiertes, das kommt so aus uns raus und es sind immer einfach Themen aus unserem Leben, die uns gerade in der Lebensphase begleiten und ja, und so war es bei dieses Mal auch und wir versuchen jetzt nicht immer auf Knopfdruck irgendwie ein super fröhliches Lied zu machen oder ein total kritisches, es ergibt sich einfach so und gerade beim Thema Solange wir uns noch haben, da haben wir uns einfach mal auf das Thema Freundschaft gestützt und haben halt geguckt, was macht das aus, wenn man zusammenhält und dann kann man eigentlich jedes Hindernis überwinden und solange man zusammenhält, ja, dann hält man zusammen und es kann einem eigentlich nichts passieren, weil man zusammen stark ist. Ja, das ist so die Botschaft. Das ist ja so ein bisschen roter Faden, also das Thema Glück, Zweisamkeit. Mir fällt immer auf, wenn Cat Ballou auf der Bühne auch im Karneval steht, ich finde das immer total faszinierend, auch gerade natürlich bei Hück steht die Welt still, dass Paare sich ganz innig werden, die umarmen sich häufig bei euch. Ich finde das total spannend. Die feiern natürlich mit euch, aber man hat wirklich so den Eindruck, da schafft ihr so ein ganz besonderes Gefühl, so einen Moment auch. Ist das wichtig? Ist euch das wichtig auch, dass Menschen da oder diese Zweisamkeit, ist ja schon auch so ein Thema, dass ich so, oder auch Heimat, also diese, ich will das jetzt nicht negativ konnotieren mit heile Welt, aber ja, ist euch das da wichtig? Also, ich weiß nicht, wie gesagt, wir versuchen es nicht irgendwie zu konstruieren und irgendwie bestimmte Themen zu bedienen, aber wir haben uns schon auf die Fahne geschrieben, dass wir mit unserer Musik die Leute ja irgendwie bewegen wollen und irgendwo berühren wollen auch. Und ich glaube, wenn man mit einem Lächeln in den Tag geht und die Leute mit einem Lächeln begrüßt, so, dann kommt es auch zurück. Also jedes Lachen in der Welt macht die Welt ein bisschen fröhlicher. Und das ist eigentlich so unser Vorhaben mit der Musik auch, weil wir mit den Leuten, wir wollen die Leute jetzt nicht traurig machen mit unserer Musik. Wir wollen die halt glücklich stimmen und so. Und das ist irgendwie so unsere Aufgabe, wie wir sie uns als Band uns vorstellen. Mit Lost My Fliege und bis ans Eng geht er ja wieder so ein bisschen auch mit der neuen CD in die Richtung. Oder interpretiere ich das falsch? Nee, überhaupt nicht. Und umso schöner, wenn man das in der Musik heraushören kann. Und ich glaube, also für jeden Musiker, der auf der Bühne steht, ist es total faszinierend, wenn man ins Publikum guckt und man berührt Leute. Oder Leute kommen nach dem Auftritt oder kommen zu einem und sagen, ich habe die CD gehört und ich habe das und das herausgehört. Oder das und das konnten wir als Paar oder als gute Freunde hereininterpretieren und konnten uns da drin wiederfinden. Ich glaube, das ist für jemanden, der Texte schreibt, unheimlich wertvoll und eine total schöne Referenz, wenn man die bekommt von jemandem.
Ich nochmal Umbruch, nochmal Retour zum Umbruch. Erster Livestream, da ist mir was aufgefallen, was ich irgendwie, ihr seid ja auch in den sozialen Netzwerken extrem aktiv, was ich ganz witzig fand, nämlich, ich glaube, Facebook hat euch immer wieder bei eurer eigenen Musik abgeschaltet beim ersten Livestream, obwohl die euch gehört sozusagen. Wie empfindet man das? Ist das irgendwie komisch? Ja, ist auf jeden Fall ärgerlich, weil viele Leute ja eingeschaltet haben. Mhm. Ja, wir haben es natürlich währenddessen nicht mitbekommen, weil wir ja live auf der Bühne standen. Und aber danach war dann schon so, ja toll, die Leute, die es auf Facebook gucken wollten, haben halt einen Strich durch die Rechnung bekommen. Aber auf YouTube konnte man es komplett sehen und auch im Nachhinein kann man es ja auch noch gucken. Aber ja, war blöd, klar. Habt ihr mal Facebook dann angerufen und gesagt, hallo, das ist unsere Musik? Hallo Facebook, nein. Hallo Marc, das ist unsere Musik. Haben wir es jetzt nicht groß weiter hinterfragt. Vielleicht sollten wir das noch tun. Ja, wir haben gerade viel um die Ohren, deshalb haben wir da vielleicht jetzt nicht direkt angegriffen. Ja. Umbruch 2 nochmal als Thema auch, eigenes Label. Warum ein eigenes Label? Ja, also irgendwann brauchen wir einfach einen neuen Wind in den Segeln und wir haben 7 Jahre sehr zufrieden mit einem Label zusammengearbeitet und der Vertrag ist halt ausgelaufen und dann haben wir einfach gesagt, der nächste Step wäre jetzt, uns komplett selber zu verwirklichen und das war auch schon irgendwie immer unser Traum, irgendwie komplett unabhängig zu sein und das zu machen, was man will halt und auch komplett ohne Rücksprache zu halten und in dem Moment müssen nur wir 4 eigentlich mit uns einig sein und dann kann man Dinge entscheiden. Und das ist eigentlich schon schwer genug. Wir raufen uns auch immer, es ist ein ziemlicher Aufwand, uns immer wieder zusammenzuraufen und eine Meinung zu bilden. Aber wenn wir die zu viert haben, dann müssen wir nicht dann nochmal irgendwo quasi nachfragen oder das mit denen absprechen. So müssen wir das einfach nur für uns gut finden und dann wissen wir selber, lohnt es sich zu investieren oder nicht oder was machen wir. Ja, so. Jede Kleinigkeit wird halt selber bestimmt. Ist viel Arbeit, viel Verantwortung, aber das beflügelt einfach und schafft auch wieder Kreativität. Label heißt Miau, nicht Miau, also nicht mit U, sondern mit O. Genau. Wieder passend zu den Katzen natürlich auch. Neues Studio, neuer Proberaum gibt es auch. Beflügelt sowas auch? Fragen wir mal den Neuen. Ja, klar. Ja gut, neuer Proberaum, also klar, ich denke auf jeden Fall, dass der beflügelt, vor allem, weil der ziemlich schön geworden ist. Der hat irgendwie, ist ziemlich geräumig, ist irgendwie ja doch so geschaffen oder haben wir uns so gemacht, dass wir uns wohl drin fühlen. Wir können direkt auch neue Ideen aufnehmen und uns die anhören. Wir haben eine kleine Küche drin, können auch ein kleines Mittagessen essen. Ja, das ist ein Träumchen. Also das beflügelt auf jeden Fall. Man hat Lust, in so einen Raum reinzugehen und Musik zu machen. Super. Bei 350 Auftritten im Jahr, Sie hatten das, Herr Feder, Sie hatten das auch schon so ein bisschen angekündigt, neues Label, neues Studio, alles muss man selbst organisieren. Braucht man dann da auch eine Crew mittlerweile, die dann einen unterstützt, weil man ja dann auch vielleicht von einem Plattenlabel nicht mehr die Unterstützung hat, weil man viele Dinge auch selbst organisieren muss. Ist das eine Herausforderung? Also wir haben schon immer sehr viel selber gemacht, aber wir haben natürlich auch eine große Crew im Hintergrund und ohne die würde auch gar nichts laufen. Also von Tontechnikern bis über Lichttechniker haben wir da echt eine richtig gute Crew. Die beste Crew, die sitzt zu Hause, das ist die Familie, die schlägt sich die Zeit um die Ohren oder die Verpflichtungen um die Ohren, für die wir nicht da sein können, weil wir unterwegs sind. Aber klar, ich glaube, zu jedem großen Schaffen, was man irgendwie hat, gehören Leute, die dahinter stehen und das Ganze stemmen. Und das ist unsere Crew, unsere Technik-Crew und auch unsere Familie und die stehen immer hinter uns und die machen genau den gleichen Job wie wir eigentlich. Ja, sehr schön gesagt. Super. Jetzt fahren Sie auf Ihren VW-Bus 200.000 Kilometer oder haben Sie schon drauf gefahren? Ja. Sie fahren auch. Das ist richtig, Sie siezen uns, ja? Ja, ich sitze ja immer so. 30, ne? Ach, 30. Ja, gerade noch bei der 30. Wir können auch. Ich könnte. Hallo, Andi. Ich bestehe auch. Hallo, du. Hallo, alles gut. Jetzt bleiben wir beim Du. Vier Rollen, ne? 4 Rollen, Skateboard, Eifel, VW-Bus 200.000 Kilometer. Sie haben noch keinen VW-Bus, vielleicht kommt der noch. Kombi. Beim Kombi. Ja, Kombi.
also wir hatten ja gerade schon diese Masse an Dingen, soziale Netzwerke, alles bedienen, selber machen. Kommt man da noch zur Ausfahrt ins Grüne mit dem VW-Bus? Ja, und wenn es da auch nur mal 2 Tage sind, aber wir haben ja auch einen Urlaub, wo wir auch mal 2 Wochen dann wegfahren können. Und ja, ich war letztens noch unterwegs und fahre auch so immer gerne mit dem Wagen durch die Gegend. Man ist so ein bisschen erhabener auf der Straße. Und gut, aber Negativaspekt gerade eben, du weißt es selber, ich habe hier einen Parkplatz gesucht, vergebens. Ich bin hier irgendwie 12 Minuten rumgefahren. Damit tut man sich natürlich keinen Gefallen. Mit dem Skateboard geht das ein bisschen besser in der Stadt. Aber ja, die Zeit findet man immer irgendwie. Und wenn es dann nur ein paar Stündchen sind, und es muss ja auch gar nicht so weit weg sein. Manchmal vielleicht den Rhein ein bisschen hoch oder runter und dann findet man auch ein ruhiges Plätzchen und stellt sich dafür ein paar Stunden hin. Da gibt es in Köln auch genügend Möglichkeiten. Inspiriert das auch, da Songs zu schreiben? Also auf dem Skateboard in der Eifel, wenn es rauf und runter geht? Oder wie ist das? Auf jeden Fall. Also es inspiriert immer, wenn man den Kopf freikriegt und wenn man mal was anderes macht als den Alltag. Aber manchmal kommen die Ideen auch im Alltag. Also das kann man gar nicht so pauschalisieren. Wenn ich jetzt aus der Tür rausgehe, kommt mir vielleicht eine Idee, aber eher nicht. Naja, es ist schon inspirierend, na klar. Urlaub war auch ein Thema. Habt ihr auch mit einem super Video in Szene gesetzt. War das wichtig dann auch, ne, wenn man irgendwie, oder war euch das wichtig, das Thema dann da auch so zu thematisieren? Das ist wirklich ein Lied, das, ja, wohl eigentlich jedes Lied ist immer so ein Moment einfach nur. Und ich hatte irgendwie diesen einen Satz, ich bin Jotrup, morgen habe ich Urlaub. Und das habe ich einfach mal bei irgendeinem Soundcheck so vor mich hergetrillert. Und das hat der Dominik direkt aufgegriffen, fand das super. Und jetzt im Nachgang wissen wir, wie wichtig Urlaub ist, weil wir gerade extrem viel gearbeitet haben und seit gefühlt ja ungefähr einem Dreivierteljahr dieses Album produziert haben. Also nicht nur im Studio, sondern auch im Proberaum schon erspielt und geprobt und so. Und jetzt sind wir immer noch dran, obwohl es schon fertig ist. Da merkt man, wie wichtig Urlaub ist auch, dass man mal die Füße hochlegen kann. Und das ist auch in anderen Liedern noch mit drin. Aber dieses Lied Urlaub handelt ja auch vom Urlaub in der Stadt. Wie schön es sein kann, wenn man eigentlich gar nicht weit raus muss, sondern diese Vorfreude besingt es eigentlich am allertreffendsten. Die Vorfreude, wenn man weiß, morgen ist Urlaub so und heute hat man Vorfreude drauf und man weiß, heute kann ich eigentlich machen, was ich will. Morgen kann ich auspennen und ja, das ist der Inhalt. Was wird auf dem Album mit dem selbstbewussten Titel Cat Baloo, der ja auch ein bisschen das widerspiegelt, was ihr jetzt alles macht? Ich bin schon wieder beim Sie, ich weiß. Ja, das ist bei mir immer äußerst schwierig. Das ist, liegt an meiner Großmutter, die mich so erzogen hat. Irgendwie. Jetzt habe ich auch nicht den Faden verloren. Nee. Sondern wettet ihr auch mal drauf bei dem neuen Album, also bei dem selbstbewussten Album Cat Baloo mit dem Titel auch eurer Band sozusagen, was der nächste Hit wird? Also so Sand im Schuh, Glitzer, Urlaub oder macht man das schon mal oder wie ist das? Also philosophieren tut man da sehr viel drüber. Wetten haben wir noch nicht gemacht, aber ist vielleicht auch mal ganz witzig, ja, Wetten abzuschließen. Aber nee, natürlich, man schreibt die Lieder erstmal und wie Olli auch schon gesagt hat, man konstruiert da jetzt nichts und man konstruiert jetzt auch nicht einen Hit oder guckt sich andere Hits an und guckt sich da Sachen ab, wie irgendwas funktionieren könnte. Denn das weiß man nie im Voraus. Letzten Endes entscheidet immer derjenige, der vor der Bühne ist, ob irgendwas ein Hit ist oder nicht. Natürlich philosophiert man viel darüber und guckt, was könnte man nach vorne stellen, jetzt gerade auch für die Session. Was könnte man mit in die Säle nehmen? Aber ja, ehrlich gesagt, wissen tun wir das nie im Voraus. Das ja, entscheiden wir ja auch. Aber wetten könnten wir mal. Wetten könnten sollten wir, ja. Und was, wir könnten ja wetten Frage mal. Frage geht zurück. Was glaubst du denn? Was wäre denn Hit für dich? Ich finde Sand im Schuh schön. Aber, echt? Aber das, kann ich dir sagen, das wird kein Hit. Ja, das wollte ich jetzt gerade sagen. Ich finde es einfach schön. Das ist ein super Lied. Cool, finde ich ganz cool. Deswegen, genau. Was kein Hit wird, das kann man manchmal irgendwie prophezeien, weil man merkt ja schon auch selber, welches Lied irgendwie sehr schnell mitsingbar ist und so. Und das sind dann schon eher die potenziellen, klar. Aber ich glaube, bei dem Album ist es wirklich schwierig, weil jedes Lied irgendwie für sich steht und eine ganz eigene Botschaft hat. Und ja, und gehen auch alle eigentlich gut ins Ohr, glaube ich, ja. Stichwort 11.11. Heumarkt, nehme ich mal an, Tanzbrunnen. Es ist jetzt nicht mehr lange sozusagen. Die Vorstellabende laufen auch schon alle, ja. Also es fängt jetzt richtig an. Der Karneval dreht langsam wieder, zumindest was die Funktionärsebene angeht, wieder nach oben so richtig auf die kommende Session.
Wisst ihr schon, was er präsentieren wird als Lied? Ist immer gut, einen Satz mit M zu beginnen. Ne? Ja, wir wissen schon, was wir im Karneval spielen werden. Wir wissen noch nicht genau die Reihenfolge und wie es aussehen wird. Das müssen wir auch nochmal separat proben. Aber ja, wir wissen schon, was uns erwartet. Trotzdem ist es jedes Jahr immer wieder so, huch, 11.11., ach ja, Karneval. Dann kommt noch so ein bisschen Weihnachten und so und dann wird es besinnlich und dann geht's voll ab. Also das ist echt jedes Jahr ja, überrumpelt es einen, genau. Also man ist so, huch, ja, ist ja wieder so weit. Aber wenn es dann so richtig losrollt, dann ist es auch wieder mega gut. Das ist jedes Jahr schön. Jetzt haben wir ja eine lange Session, das ist wahrscheinlich für euch ein bisschen angenehmer, weil ihr nicht ganz so dicht gedrängt die Auftrittsfolgen habt, wie jetzt bei der letzten, wo wir ja schon gleich in der ersten Februarwoche sozusagen weil wir Fastnacht hatten. Oder ist das einfach egal? Ja, man nimmt es, wie es kommt eigentlich. Ne? Wir werden oft gefragt, was ist denn angenehmer, kurz oder lang? Keine Ahnung. Also letztes Jahr war sehr kurz, da sind wir so durchgerannt und so und dann ist huch schon vorbei. Ne? Ist dann manchmal auch schade, dass es so schnell vorbei ist. Wir hatten einmal eine sehr lange Session, da hatten wir auch noch nicht ganz so viele Auftritte und dann hatten wir viele Löcher und so und dann hatten wir zwischen den Auftritten viel Zeit. Das war dann, ja, fast schon sehr ruhig. Also man kann das gar nicht, weiß jetzt nicht, was besser und schlechter ist. Ich glaube, ich tendiere aber eher zu kurzen Sessionen. Weil es einfach so Vollgas ist und aber ich weiß auch nicht, was anstrengender ist. Keine Ahnung, habt ihr eine Favo? Ich auch nicht. Ich kann es auch gar nicht sagen. Ich kenne nur die kurz dicht gedrängte Version. Stimmt. Ja. Die fand ich aber cool. Fand ich super. Macht man als Drummer auch mal Pflaster, weil man sich irgendwie eine Blase spielt? Ach, nee, ich nicht. Also kommt wahrscheinlich auf den Drummer an, wie fest er die Stöcke hält. Ne? Aber wenn man probiert, ein bisschen locker zu bleiben, dann bleibt man auch an den Händen gesund. Also nicht getaped sozusagen. Nee. Eher schwierig für die Stimme, ne? Ist da auch mal ein Altbier dabei? Ich habe mal gehört, das ölt angeblich besser die Stimme als Kölsch. Ich muss jetzt mal so eine blöde Frage noch stellen. Das ist keine blöde Frage, das ist eine hervorragende Frage. Nee, wir trinken über die ganze Session keinen Schluck Alkohol, weil ja, es ist halt einfach ein Gift, ne, was dem Körper nicht gut tut. Und wenn man so funktionieren muss und man nicht krank werden darf, dann sollte man die Finger davon lassen. Aber zum Ende hin, vorm allerletzten Auftritt, also ganz am Ende der Session, vorm letzten, nicht jeden Abend, wirklich vom letzten Auftritt, da trinken wir dann ein, zwei Bier, weil wir wissen, jetzt ist vorbei. Und das ist dann so ein bisschen zum Feiern, weil wir feiern ja eigentlich wochenlang auf der Bühne und mit den Leuten zusammen und dann trinkt man zwei Bier und merkt schon, oh Gott, man verträgt gar nichts. Schmeckt auch immer so ein bisschen wie Alkohol aus der Apotheke, finde ich, wenn man lange nichts getrunken hat. Bei mir ist das auch so. Ich finde, es schmeckt immer so ein bisschen. Aber nochmal zu der Frage, ob Altbier oder Kölsch, was die Stimme ist. Ja, das war eigentlich die Frage. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal ein Altbier getrunken habe. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Spielt ihr auch mal in Düsseldorf? Wir haben letztes Jahr das erste Mal in Düsseldorf gespielt, tatsächlich, ja. Mitsubishi. Ja, in der Mitsubishi-Halle. Das war unser erster Auftritt in Düsseldorf. Wir haben mal in Dormagen gespielt oder so, ist ja direkt davor, aber man hat Unterschiede gemerkt. Ja, stimmt. Das war auch. Das war komisch. Ja, alles gut. War trotzdem eine gute Party da in der Halle. Ich kenne aber eure Songs auch in Düsseldorf, ja, oder? Bei 4 Millionen Downloads. Ja. Ich meine, das müsste ja irgendwie. Ihr seid ja schon so ein bisschen, jetzt muss ich nochmal ganz kurz ausholen, ihr seid schon ein bisschen so die YouTube-Stars unter den Karnevalsbands, auch wenn man so ja, wir haben da so mal ein bisschen so quer geguckt. Da seid ihr schon ganz pfiffig und fit dabei, oder? Also schön, wenn das so rüberkommt, oder ich weiß nicht, ist das positiv oder negativ so? Positiv, okay. Viele Leute gucken heute nicht mehr lineares Fernsehen, sondern gerade genau, ich nicht glaube, linearen Medien auch. Und deswegen genau, und ich glaube, das ist halt genau das Thema, weil halt viele Leute halt mittlerweile ihr eigenes Programm gestalten können und nicht mehr abhängig sind von den öffentlich-rechtlichen oder von privaten Fernsehanstalten. Und so natürlich, weil heutzutage muss man eh für alles Geld bezahlen, was man da konsumieren möchte. Und ist ja schön, wenn man sein eigenes Programm machen kann. Und wir bespielen unseren Kanal natürlich da auch und updaten den und gucken halt, dass da immer aktuelle Sachen drauf sind. Und umso schöner, wenn halt viele Leute zuschauen. Ne? Dann macht das auch Spaß.
Jetzt habe ich die allerletzte Frage. Nochmal zum Album zurück. Cat Ballou. Mhm. Ja, also das Album heißt Cat Ballou von Cat Ballou. Ist limitiert auf 5000. Warum? Hä? Jetzt packen wir mal aus. Dein Pappschuber hier. Das ist so, die Special Edition. Ja. Ah, ich habe eine Special Edition. Entschuldigung. Special Edition mit Pappschuber. Sorry. Und Schafen. Guck mal. Genau. Das ist genau. Entschuldigung, deswegen habe ich gefragt. Das sind immer so dumme Fragen, die so Journalisten. Ne? Kennt man nicht, ach, warum limitieren die denn auf? Ist nicht limitiert. Nein, die ganze CD ist nicht limitiert. Nein, das ist halt diese Special Edition halt. Wer es ein bisschen was edler mag, da ist hier, da steht Cat Ballou ein bisschen erhaben drauf. Ja. Und das ist halt so ein Pappschuber. Dann kann man sich das schön irgendwo hinstellen. Genau, verkratzt nicht, genau. Im Auto. Ist auch toller Druck lackiert. Also die Katze schimmert leicht und jongiert in den Farben. Also ganz tolle Geschichte. Aber wie gesagt, ist nicht limitiert, nur diese Edition, wer die haben will. Wo kriegt man die eigentlich? Kriegt man die, wenn ihr jetzt ein neues Label habt, kriegt man die bei Saturn oder auch die Special Edition? Alle kriegt man überall, ja. Oder auch im Internet ganz normal bestellen, auf unseren Kanälen, Amazon, alles, was es so gibt. Alle bekannte Verkaufsstellen. Dankeschön. Drei Katzen, Oliver Niesen, Kevin Wittmer, ich krieg das hin. Hannes Feder mit einem D, weichem D, wunderbar. Cat Ballou mit neuem Label, Miau, neue CD, auch Cat Ballou, also gar nicht so schwierig, wenn man fragen will. Nee. Herzlichen Dank fürs Kommen, viel danke, Spaß in der Session, danke, am 11.11. schon mal und herzlichen Dank fürs Kommen. Danke auch, vielen Dank. Danke. Ciao, danke. Tschüss.